mir Ivel. Ivel ist ein 5-jähriger Holsteiner, sehr blutgeprägter Wallach aus einer Kaskavellenmutter. Sein Vater ist der Halbbruder Ivento. Er hat die Anfänge des Geländereitens bereits erlernt. Für heute habe ich mir vorgenommen, die Auf- und Absprünge zu trainieren, ihn dort langsam heranzuführen. Das wird erstmal über das Klettern geschehen. Dazu bietet sich hier das Gelände natürlich an, denn wir haben von vornherein schon diese hügeligen Landschaften und sowohl im Trab als auch im Galopp lernt er dann, sich hier schon auszubalancieren. Zur Ausrüstung ergänzend können wir sagen, dass ich einen Halsriemen verwende, sodass ich mit meiner Zügelbrücke eine Hand hier in dem Halsriemen habe, wo ich selbst mich mal etwas drin abfangen kann, um nicht gleich aufs Maul zu wirken. Zusätzlich aber auch das Pferd sogar etwas damit lenken kann und auf die Schulter einwirke und gerade bei Absprüngen ihm dann genügend Halsfreiheit gebe und nicht gleich mit dem Zügel einwirke, falls er sich noch mal etwas überspringen sollte. Ansonsten haben wir hier ein Vordergeschirr, wieder ohne Martingale, das hatten wir vorhin bei Insa schon mal erklärt. Ganz normale Vordergamaschen. Hinten braucht er jetzt nicht unbedingt welche. Ich reite meine Jungpferde gerne auch auf Rasen, wenn er gewachsen ist wie hier ohne Stollen, dass sie lernen, sich selbst auszubalancieren. So lernen meine Pferde, sich selbst zu tragen und selbst auf sich aufzupassen. Und wenn ich dann zum Gelände kleine Stollen eindrehe, reicht das aus. Das ist auch verletzungsminimierend und geht weniger auf Bänder und Gelenke. Bergaufklettern darf das Pferd sich gerne etwas vorwärts, abwärts strecken, den Hals gerne etwas länger machen. Beim Bergabreiten soll es dann allerdings die Last aufnehmen, sich vorne etwas aufrichten. Wichtig ist, dass das Pferd hier auf gerader Linie weiter vorwärts geht und nicht wegstürmt. Das Bergauf- und Abreiten gewöhnt haben, fangen wir hier mit den ersten kleinen Stufen an. Meine Erfahrung ist, dass man auch erstmal hier das Pferd an die Absprung- und Landestelle gewöhnen soll. Das Zeigen der Hindernisse ist gar nicht mal so erforderlich. Wichtig ist, dass das Pferd Vertrauen hat und auch den Boden kennt, wo es abspringen und später auch hinten springen soll. Zu Beginn ist es immer einfacher, irgendwas mal rauszuspringen und raufzuspringen, ähnlich auch wie beim Wasser, als gleich irgendwo runter zu springen. Diese Arbeit findet bei mir in erster Linie aus dem Trab und zum Teil auch aus dem Schritt statt. Das ist zum einen so, dass das Pferd dabei einfach mehr Zeit hat, zu sehen, was für Aufgaben es zu bewältigen hat, als wenn es dort einfach nur rüber galoppiert. Und zweitens lernt es auch dabei selbst zu taxieren und auch mal abzuspringen, sodass es geschickter wird im Ablauf und auch beim Bergabspringen dann einfach sich traut, an die Kante ran zu bewegen und dann diese Kante mehr runterschreitet, als dass es dort einen richtigen Sprung runter macht. Wichtig ist, dass das Pferd dabei auch sich traut, den Kopf runterzunehmen und in die Tiefe zu schauen. Das war eben gerade beim ersten Mal noch ein bisschen stolz von ihm. Es ist ein Pferd mit etwas leichtem Knick. Das ist meine Aufgabe jetzt auch hier in der Geländeausbildung, dass er sich etwas mehr öffnet, den Hals länger macht, an den Zügel rantritt, um sich dann dort mit auszubalancieren. So, das war jetzt super zu sehen. Das Pferd hat Vertrauen, es guckt in die Tiefe, ich selbst schaue nach vorne, aber das Pferd springt unter mir, springt dann in die Tiefe mit
dem Hals vorwärts, abwärts richtig gestreckt und lang als Balancierstange. Und auch nach dem Sprung gibt es keinen, der wegstürmt. Er bleibt sofort bei mir, nimmt sich auf. Wenn da später mal ein neues Hindernis folgt, dann ist er sofort in Balance. Aber auch jetzt, das Pferd ist innerlich ruhig. Er ist sogar entspannter als vor der Arbeit. Und so soll es sein. Und dann ist es auch für Dressur- und Springpferde eine herrliche Ausbildung, die eine gute Abwechslung ist zur alltäglichen Arbeit. Als nächste Steigerung haben wir jetzt hier eine kleine Stufe am Hang, so dass es optisch schon mal recht in die Tiefe geht. Auch die springe ich erst einmal wieder bergauf. Hier konnte man jetzt sehen, wie das Pferd eben mit dem Taxieren noch Probleme hat. Ich werde es einfach wiederholen und lasse ihn das alleine lernen. Ich wirke nicht auf ihn ein, er selbst muss seine Erfahrung sammeln. Auch hier soll er wieder gerade bleiben, sich auf den Sprung konzentrieren. Und auch, obwohl es hier weiter bergab geht, nicht wegstürmen. Immer wichtig, das Pferd natürlich zu loben, dass es einfach Vertrauen hat und ganz selbstverständlich hat. Bei der Wiederholung kann man eben sehen, dass er dort dann wesentlich koordinierter das schon angeht, da förmlich runterklettert, keine großen Sprünge mehr nach vorne macht. Und das ist das, was ich heute erreichen will. Unser Ziel für den Herbst sind noch die ein oder andere Geländepferdeprüfung. Geländepferde A, eventuell sogar später noch mal eine Geländepferde L. Sind die Einstiegsmöglichkeiten für junge Pferde ideal? Es ist schon wichtig, dass man die Standorte etwas kennt, sodass man weiß, was man dort erwarten kann. Sie sollten freundlich gehalten werden und natürlich zum Vertrauen aufbauen, dem Pferd den richtigen Weg zeigen. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig, wenn man an solchen Standorten die Geländebesichtigung zu Pferde durchführen kann, so dass man schon mal durch den Teich geritten ist und das Pferd ein bisschen an die Gegend gewöhnen kann. Ansonsten sind das eben Prüfungen, um sie dann auf die späteren Vielseitigkeiten vorzubereiten.